Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und es ist dies der zweite Teil der Serie über Pfingsten. Ich hatte ja bereits in der ersten Sendung gezeigt, dass das Pfingstfest auch das Fest der Erstlinge genannt wird. Mit anderen Worten, Sie und ich, die wir heute berufen sind zum Heil, die wir wahre Christen sind oder werden wollen, wir werden Erstlinge genannt. Und Jesus Christus ist der Erste der Erstlinge. Heute ist nicht die ganze Welt zum Heil berufen, sondern nur die Erstlinge. Aber die anderen werden natürlich auch noch zu ihrer Zeit berufen werden. Und wir hatten dann gesehen, wie im Neuen Testament der Heilige Geist den Jüngern zum Pfingstfest gegeben wurde. Und wir hatten begonnen zu untersuchen, was denn die Merkmale des Heiligen Geistes sind und sind dann auf die Kraft, die Stärke, die Macht Gottes eingegangen. Und ich möchte hier kurz noch eine weitere Stelle zunächst einmal lesen, in Epheser Kapitel 1, die auch hier wiederum zeigt, dass wir Gottes Willen nur dann tun können, wenn wir Gottes Leitung folgen und wenn wir ihm die Ehre geben für das, was in unserem Leben geschieht. In Epheser Kapitel 1, Vers 18 lesen wir nämlich Folgendes. Und hier bittet Paulus, dass dies geschehen würde für die Gemeindemitglieder, in diesem Falle in Ephesus. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Und schauen Sie, wie stark seine Kraft ist, die an uns wirksam werden soll, mit der er in Christus gewirkt hat. Und durch sie, durch diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Schauen Sie, die Kraft, die Gott der Vater gebrauchte, um Jesus Christus aufzuwecken, dieselbe Kraft kann auch in Ihnen und mir wirksam sein, wenn wir dies glauben. Schauen Sie in Matthäus Kapitel 17, sagt Christus etwas sehr Bedeutsames. Matthäus Kapitel 17 und in Vers 20. Matthäus Kapitel 17 und Vers 20. Da wollten die Jünger einen Dämon austreiben und konnten es nicht. Und da fragten sie, ja, warum konnten wir es nicht? Und Christus sagt in Vers 20, er spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Nun, es geht nicht darum, dass die Jünger von sich aus dies tun könnten. Es geht nicht darum, dass es ihnen unmöglich sein würde oder vielmehr möglich sein würde, weil sie eben diese wunderbaren Menschen waren. Es geht darum, dass Gottes Kraft in ihnen wirken würde. Aber es muss natürlich auch der Glaube vorhanden sein, dass Gottes Kraft in der Tat in uns wirkt. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 19 an und Vers 26. Da sagte nämlich Christus, dass es schwer sein würde für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann waren die Jünger entsetzt. Und sie sagten, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann dann gerettet werden? Und sagt in Vers 20, Jesus sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und weil bei Gott alle Dinge möglich sind, so ist auch uns nichts unmöglich, wenn Gott in uns wirkt. Und wenn wir daran glauben, dass er in uns wirkt und dass er Dinge tun kann, um die wir ihn bitten. Wir müssen es glauben. Schauen wir uns Markus Kapitel 9 an. Markus Kapitel 9 und Vers 23. Markus Kapitel 9 und Vers 23. Jesus spricht zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Jemand kam zu Christus und sagte, ja, wenn du das tun kannst, so bitte tu es doch. Christus sagt, ja, du sagst zu mir, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn wir glauben, dass Gottes Kraft in uns wirkt und uns befähigt,
Gottes Gebote zu halten, dann können wir es auch. Ich weiß, es ist schwierig in dieser heutigen Zeit zum Beispiel den Sabbat zu halten, das vierte Gebot. Die meisten Menschen, die meinen ja, in unserer heutigen Zeit, da ist das ja unmöglich. Man kann ja doch nicht den Sabbat halten. Die ganze westliche Welt ist ja darauf ausgerichtet, am Samstag zu arbeiten. Nein, Gott sagt, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Schauen Sie, wie ich in der letzten Sendung ausführte. Das Gesetz, die 10 Gebote, wurden der Tradition nach dem Volk Israel zu Pfingsten gegeben. Aber dann wurde der neutestamentlichen Kirche der Heilige Geist zu Pfingsten gegeben. Der Heilige Geist, der die Jünger dazu befähigen würde, die Kraft geben würde, die Stärke, die Macht, die Möglichkeit geben würde, das Gesetz zu halten. Wenn Gott uns sagt, haltet die Gebote, dann sagt er uns nicht etwas, was unmöglich für uns wäre. Nun, für den Menschen alleine ist es unmöglich, wie Christus sagt. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Gott gibt uns den Heiligen Geist. Zunächst einmal wirkt er mit uns und dann, wenn wir getauft worden sind, in uns, um uns die Fähigkeit zu geben, das Gesetz zu halten. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 11 an. Hesekiel Kapitel 11, die Verse 19 und 20. Hesekiel Kapitel 11 und die Verse 19 und 20. Das ist das, was Gott für alle Menschen tun wird, in der Zukunft. Aber heute tut er es für uns, die Erstlinge, die er zu diesem Zeitpunkt berufen hat. Er sagt hier in Hesekiel 11 und Vers 19, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Wer uns heute ein anderes Herz gegeben hat oder geben will, und er wird einen neuen Geist in uns geben und hat bereits einen neuen Geist, eine neue Gesinnung in uns gegeben, den Heiligen Geist Gottes. Und ich will das steinerne Herzen wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, also nicht ein Herz aus Stein, das allem entgegensteht, das sich allem widersetzt, sondern ein fleischernes Herz, das fügsam ist, das biegsam ist sozusagen, das man ansprechen kann. Aber schauen Sie, was dann geschehen wird in Vers 20. Damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Schauen Sie, er will den Heiligen Geist den Menschen geben, damit sie seine Gebote halten können. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Und heute ist die Kirche bereits das Volk Gottes, weil wir eben den Heiligen Geist in uns wirken lassen, damit wir das Gesetz halten können, das ganze Gesetz. Auch die Gebote, die scheinbar so schwierig sind zu halten für den menschlichen Verstand, ergeben ja auch gar keinen Sinn. Ja, warum soll man zum Beispiel jetzt den Sabbat halten und nicht den Sonntag oder den Freitag oder überhaupt einen Tag? In 1. Petrus Kapitel 1 lesen wir wiederum eine interessante Stelle in Vers 22. 1. Petrus, Kapitel 1 und in Vers 22. Da heißt es, habt ihr eure Seelen gereinigt in Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Schauen Sie, das ist ein Zeichen, ob man wirklich den Heiligen Geist erlangt hat, ob wir wirklich gereinigt worden sind zum Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Und die Gebote Gottes können zusammengefasst werden in Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und so sagt er hier in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, besser wie ich in der letzten Sendung bereits gesagt habe, wiedergezeugt. Wir sind noch nicht wiedergeboren, denn dann wären wir bereits Geistwesen, aber wir sind heute durch den Geist gezeugt worden. So, ihr seid wiedergezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, dem geistlichen Samen des Heiligen Geistes, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Und der Heilige Geist macht uns das Wort Gottes deutlich, erklärt uns, zeigt uns, was es bedeutet, was es sagt, wie man es zu halten hat, dass da bleibt. So, wiederum wird deutlich gemacht, dass man durch den Heiligen Geist in der Lage ist, sein sollte, das Gebot zu halten.
Der Heilige Geist, der uns gegeben wird, und wenn wir uns am Pfingsttag daran erinnern, dass die Jünger in der neutestamentlichen Kirche den Heiligen Geist an diesem Tage erhalten haben, so zeigt uns dies auch, dass wir den Heiligen Geist heute erhalten sollen, wenn wir berufen sind. Dieser Heilige Geist macht etwas aus uns. Wie die Bibel sagt, er macht uns zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung. Bereits heute schon. In 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 17. 2. Korinther 5 und Vers 17. Darum ist jemand in Christus, und man kann auch sagen, ist Christus in jemandem, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Oder es ist alles neu geworden, wie man auch übersetzen kann. Man ist eine neue Kreatur, wenn Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Auch in Galater Kapitel 6 und Vers 15. Galater Kapitel 6 und Vers 15. Auch darüber hatte ich bereits in der letzten Sendung gesprochen, dass ursprünglich ja nur Juden, die beschnitten waren, in die Kirche Gottes eingehen konnten. Aber dann wurde der Weg auch offen gebracht und offen gemacht für Heiden, die nicht beschnitten waren. Und so sagt Paulus hier in Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Wir sind also eine neue Kreatur, sollten es sein, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Die Bibel sagt auch, dass wir ein alter Mensch sind, der ersetzt werden muss durch den neuen Menschen. Man kann auch sagen, dies bedeutet, man wird eine neue Kreatur. Also der alte Mensch, der wir waren vor unserer Bekehrung, der muss sterben. Der muss aufhören zu existieren. Und das wird durch viele Stellen der Bibel deutlich gemacht. Schauen wir uns Römer Kapitel 6 an. Römer Kapitel 6, angefangen Vers 1. Und ich lese die Verse zunächst einmal 1 bis 4. Römer Kapitel 6, angefangen in Vers 1. Ja, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir hatten dies auch bereits in der letzten Predigt erwähnt, dass man auf Christus Jesus getauft sein muss, dass man im Namen Jesu Christi getauft werden muss. Zum Beispiel die Taufe des Johannes des Täufers war nicht ausreichend. Aber alle, die auf den Namen Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dann sagt er in Vers 6, wir wissen ja, dass unser, schauen Sie, alter Mensch mit ihm, mit Christus, gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Also unser alter Mensch, das, was wir waren, das ist gekreuzigt worden mit Christus. Das ist tot, das ist in der Taufe begraben worden. Und er sollte auch tot bleiben, nur manchmal bleibt er nicht tot, sondern kommt wieder hervor wie so ein altes Gebilde, was an und für sich längst der Vergangenheit angehören sollte. Der gleiche Gedanke hier findet sich auch in Galater Kapitel 2. Galater Kapitel 2 und in Vers 20. Galater Kapitel 2 und Vers 20. Da sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, und es heißt hier an den Sohn Gottes, das sollte richtiger heißen, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes,
Schauen Sie, Christus lebt in uns. Mit ihm lebt sein Glaube in uns. Es ist der Glaube Gottes, es ist der Glaube Christi, mit dem wir Berge versetzen können. Nicht unser eigener, persönlicher, individueller, menschlicher Glaube, der würde nicht ausreichend sein. Es geht um den Glauben Christi, den wir aber haben können, den wir anwenden sollen. So sagt Paulus, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. So sind wir also heute eine neue Kreatur, der alte Mensch, das, was wir gewesen waren, der ist abgestorben. Paulus sagt auch in Galater Kapitel 5 und in Vers 24, Galater Kapitel 5 und Vers 24, da sagt er, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wir sollen also den alten Menschen ablegen. Nun, was sind genau Charakteristika des alten Menschen? Wir lesen hier bereits schon von Begierden, von Leidenschaften, aber gibt uns die Bibel eine noch eingehendere Definition? Nun, sie tut es in der Tat. Schauen wir uns zunächst einmal Kolosser Kapitel 3 an. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 8. Kolosser Kapitel 3. Und die Verse 5 bis 8. Denken wir daran, wir haben ja gerade gelesen, wir sollen unsere Leidenschaften kreuzigen, alles das, was wir gewesen waren, was wir getan haben. Und so heißt es hier in Kolosser Kapitel 3 und Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Aber wir haben ja gelesen, wir sollen ja der Wahrheit gehorsam werden. Aber Gottes Zorn kommt über die Kinder des Ungehorsams, die solche Dinge treiben. Vers 7, es gibt da jetzt keinen Grund, sich irgendwie zu erheben und zu sagen, ja, ich bin ja nun anders. Hoffentlich sind wir anders, aber denken wir daran, was unser alter Mensch in uns war. Vers 7, in dem allen seid auch ihr einst gewandelt, ohne Ausnahme. Kein Grund, sich selbst zu rühmen. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Vers 8, nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Schauen Sie, wenn wir den alten Menschen wirklich mit seinen Werken ausgezogen haben, dann tun wir diese Dinge nicht mehr, die hier beschrieben stehen. Kehren wir zu Galater Kapitel 6 zurück. Galater Kapitel 6 und in Vers 14. Galater Kapitel 6 und Vers 14. Er sagt genau das, was ich hier eben erwähnt habe. Er sagt, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, nicht aufgrund meines heutigen Lebenswandels zu rühmen, es sei ferne von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, verstehend, dass es durch den Opfertod Jesu Christi möglich geworden ist, dass wir heute anders leben können als der Rest der Welt. Aber er fährt noch fort und sagt, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also für uns ist die Welt gestorben, wie sie so lebt, aber wir sind gleichfalls auch der Welt gestorben. Die Welt hat keinerlei Interesse mehr an uns, wenn wir wirklich so leben, wie wir leben sollen. Nun, wenn wir nach wie vor Freunde der Welt sind, dann ist möglicherweise irgendetwas nicht in Ordnung mit der Art und Weise, wie wir leben. In 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4. Lesen wir die Verse 1 bis 4. 1. Petrus Kapitel 4 und die Verse 1 bis 4. Da heißt es hier, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn.
Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort in auch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit, als ihr noch diese alten Menschen waren, zugebracht habt nach heidnischem Willen. Nicht nach göttlichem Willen, nach heidnischem Willen. Als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, gräulichem Götzendienst. Und das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Ist das eine Beschreibung ihres heutigen Lebens, dass sie nicht mehr an diesen Dingen teilhaben? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Sind sie der Welt gekreuzigt? Ist die Welt für sie gekreuzigt? Oder ist die Welt für sie noch ein sehr attraktiver Ort, an dem sie teilhaben wollen? Was ist es genau, wiederum gefragt, was wir dem Tode überantworten müssen? Im 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir die Verse 1 und 2. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Wir sollen also das Falsche ablegen und begierig sein, in richtiger Weise das Neue zu empfangen. Denn wir sind ja eine neue Kreatur geworden. Alles soll für uns ja neu geworden sein. In Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 lesen wir angefangen in Vers 22. Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 22. Und in meiner Lutherbibel heißt es interessanterweise als Überschrift, der alte und der neue Mensch. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 4 und Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Schauen Sie, der Lebensweg des alten Menschen, ihr alter Lebensweg, wird sie zugrunde richten, wie Gott uns sagt. Nicht vielleicht sofort, nicht vielleicht unmittelbar, aber auf Dauer gesehen wird ihr alter Lebensweg ihnen keine Freude, ihnen keine Sicherheit und natürlich auch kein Heil bringen. So legt den ab, sagt Paulus hier. Vers 23 heißt es, erneut euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Die Lüge reden bedeutet, man hat noch den alten Menschen angezogen. Die Wahrheit zu reden bedeutet, man hat den neuen Menschen angezogen. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lassen wir die Sonne über unserem Zorn untergehen, dann haben wir wiederum den alten Menschen angezogen, den wir ablegen sollen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, Vers 28, der stehle nicht mehr. Also, wiederum, wer stehlt, der gehört dem alten Menschen an, der lässt den alten Menschen in sich arbeiten. Sondern der arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Das ist ein Charakteristikum des neuen Menschen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Solange wie Gottes Geist in ihnen wohnt, solange sind sie versiegelt, solange hat Gott sein Siegel über sie gesetzt. Sie sind versiegelt für den Tag der Erlösung. Nichts kann sie aus den Händen Gottes bringen, es sei denn sie selbst lassen es zu, dadurch, dass sie den Heiligen Geist in sich selbst verleugnen. Und so heißt es hier in Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich
und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Schauen Sie, wenn wir den neuen Menschen angezogen haben, dann werden wir untereinander freundlich sein, dann werden wir untereinander uns vergeben. Dann werden wir den Zorn, Grimm, Lästerung und so weiter, werden es ablegen. Man kann es auch so beschreiben. Wir müssen heute ein neues Leben führen. Eine neue Kreatur werden. Wir haben ja unser altes Leben gekreuzigt. Wir sind ja zu einem neuen Leben auferweckt worden. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 4 noch einmal die Verse 23 und 24, wo Paulus uns sagt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der neue Mensch, den wir anziehen sollen. Kolosser Kapitel 2 sagt uns das Gleiche. Kolosser Kapitel 2, in Vers 12. Kolosser Kapitel 2 und Vers 12, und ich lese die Verse 12 und 13. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Schauen Sie, er hat uns lebendig gemacht. Wir waren tot. Der alte Mensch lebte den Weg des Todes. Der neue Mensch lebt den Weg des Lebens. Und so sind wir lebendig gemacht worden. Und so lesen wir in Kolosser Kapitel 3, angefangen in Vers 1. Auch hier sagt die Lutherbibel als Überschrift, der alte und der neue Mensch. Kolosser Kapitel 3, angefangen in Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Symbolisch gesehen, geistlich gesehen. So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Unser alter Mensch ist tot. Ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Die meisten Menschen heute erkennen natürlich uns nicht als wiedergezeugte Christen an. Vor allen Dingen nicht dann, wenn wir nicht so leben, wie die es gerne hätten. So, unser Leben ist verborgen für die. Es ist verborgen mit Christus in Gott. Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in seiner Herrlichkeit. Dann werden wir wiedergeboren werden im vollen Sinne des Wortes als Geistwesen, als verherrlichte Geistwesen, als Mitglieder der Gottfamilie. Das ist das, worauf wir blicken. Das ist das, worauf wir warten. Aber wer ist jetzt dieser neue Mensch? Wir haben mehrfach davon gesprochen, wir sollen den alten Menschen, das, was wir waren, ablegen. Und wir sollen den neuen Menschen anziehen. Wer genau ist dieser neue Mensch? Sie haben vielleicht schon mal diese Stellen hier gelesen. Haben sich schon mal die Frage gestellt, wer mit diesem neuen Menschen eigentlich gemeint ist? Nun, in Kolosser Kapitel 3 wird es uns gesagt. Kolosser Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Da heißt es in Vers 9, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, Vers 10, und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sollen also einem Ebenbild gleich werden. Wer ist dieses Ebenbild, der uns geschaffen hat? Wie können wir diesen neuen Menschen erkennen? Wie wird er in der Bibel beschrieben? Nun kehren wir zu Galater Kapitel 3 zurück. Galater Kapitel 3 und Vers 27. Galater Kapitel 3 und Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wir haben einen neuen Menschen angezogen, aber dieser Mensch wird hier mit Christus gleichgestellt. Wir haben Christus angezogen. In Römer Kapitel 13, Vers 14. Römer Kapitel 13 und Vers 14. Lesen wir Vers 13 im Zusammenhang. Da sagt Paulus, lasst uns ehrbar leben wie am Tage,
nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir sollen also das Alte weglassen von uns und wir sollen den Herrn Jesus Christus anziehen. In Vers 12 sagt Paulus, Römer 13 und Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Also wir sollen Jesus Christus anziehen und wir sollen die Waffen des Lichtes anlegen. Nun, was ist mit den Waffen des Lichtes gemeint? Mehrere Stellen beschreiben diese Waffen des Lichtes. Gehen wir zu Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 und Vers 11. Epheser Kapitel 6 und Vers 11. Da heißt es, zielt an die Waffenrüstung Gottes, die Waffen des Lichtes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Schauen Sie, wie wir schon gelesen hatten, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Wir geben ihm Raum, wenn wir so leben, wie unser alter Mensch gelebt hat. Wir können den Teufel überwinden, wenn wir die Waffen des Lichtes anlegen, die Waffenrüstung Gottes anziehen. Aber es ist die Waffenrüstung Gottes. Schauen Sie, es ist nicht unsere eigene Waffenrüstung, es ist nicht unsere eigene Kraft, unsere eigene Fähigkeit, die uns dazu ermutigt oder befähigt, diese Dinge zu tun. Nun zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und er sagt dann hier in Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir kämpfen nicht wirklich gegen andere Menschen, auch wenn andere Menschen uns verfolgen sollten. Die werden ja nur dadurch inspiriert, dass sie unbewusst in vielen Fällen den Einflüsterungen Satans folgen. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt. Schauen Sie, die meisten Menschen meinen heute, Gott ist der Herrscher dieser Welt. Gott ist noch nicht der Herrscher dieser Welt. Gott hat es zugelassen, dass Satan diese Welt beherrscht. Aber bald wird Jesus Christus zurückkommen, um Satan zu verdrängen und die Herrschaft über diese Welt zu errichten. Aber zurzeit ist es noch der Satan und seine Dämonen, die sind die Herren dieser Welt. Und mit denen haben wir zu kämpfen, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb, schauen Sie, es geht darum, dass wir gegen diese Geistwelt, diese böse Geistwelt gewinnen müssen. Und wir können dies nicht auf uns gestellt. Deswegen sagt Paulus, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und nun beschreibt er diese Waffenrüstung Gottes, diese Waffen des Lichtes. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Wir müssen der Wahrheit folgen. Wir müssen der Wahrheit gehorsam sein. Wir müssen die Wahrheit leben, die Lüge ablegen, die Wahrheit anlegen. Umgürtet in euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Gottes Gebote werden als Gerechtigkeit definiert. Das ist unser Panzer. Wenn wir einen solchen Panzer haben, dann wird Satan von uns fliehen, wie es heißt. Es heißt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und dann wird Satan von euch fliehen. So, er sagt hier in Vers 15, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Schauen Sie, das Reich Gottes ist auch ein Reich des Friedens. So ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die von Gott kommt, auch eine Botschaft des Friedens. Wenn Christus kommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, dann und nur dann und erst dann, werden wir Frieden haben auf dieser Welt. Dann wird es dazu kommen, dass die Menschen sagen werden, wir wollen keine Kriege mehr führen. Und wir werden unsere Waffen vernichten. Und wir werden sie umwandeln in Agrarinstrumente, die wir also benutzen können, um Gutes zu tun. Aber auch heute geht es schon darum, dass wir das Evangelium des Friedens leben.
dass wir Frieden haben mit anderen, wie wir gesehen haben, dass wir nicht nach wie vor dieser alte Mensch sind, der laufend in Streitereien sich befindet, sondern wir sollen eben Frieden haben, Nachsicht haben, Geduld üben mit anderen. So seid bereit, an den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens, das Evangelium des Friedens zu verkünden in unserem eigenen Leben, den Menschen zu zeigen, was es heißt, ein Christ zu sein. Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Schauen Sie, Satan wird uns bombardieren mit Ideen, mit Gedanken, mit Zweifeln, mit Illusionen, mit der Vorstellung, es ist vielleicht doch besser, so zu leben, wie wir einmal gelebt haben. Und vor allen Dingen, wenn wir in Verfolgungen sind, wenn wir in Schwierigkeiten uns befinden, dann ist es sehr leicht aufzugeben, wenn wir nicht den Schild des Glaubens haben. Es geht um den Glauben Gottes. Es ist ja die Waffenrüstung Gottes, um die es hier geht. Wir haben also den Schild des Glaubens Gottes in uns. Und dieser Schild, der befähigt uns, den Pfeilen Satans zu widerstehen, die auszulöschen. Unser Glaube überwindet Satan. Aber es ist nicht unser Glaube, es ist Gottes Glaube, der zu unserem Glauben werden muss. Und so heißt es hier, vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens. Und dann heißt es in Vers 17, und nehmt den Helm des Heils. Der Helm, der unseren Kopf schützt, unseren Verstand und der auch darauf hindeutet, was unser Heil ist, was es sein wird, was unsere Berufung ist. Die Tatsache, dass wir einmal Gottwesen sein werden, teilhaben werden an der Gottfamilie, herrschen werden im Reich Gottes auf dieser Erde, über diese Erde. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Schauen Sie, das ist die einzige Waffe, die man in offensiver Weise gebraucht. Als Satan kam, um Christus zu verführen, wie hat Jesus Christus Satan überwunden? Mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes, indem er ihm das Wort Gottes zitiert hat und hat gesagt, ja, so wie du das siehst, so ist es aber nicht. Gott hat uns gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So hat Christus Satan mit dem Wort Gottes überwunden. Schauen Sie, das ist die Waffenrüstung Gottes. Das sind die Waffen des Lichtes, die wir anlegen können, die wir, wenn wir Gottes Geist haben, anlegen müssen, um siegreich zu sein. Im 1. Thessalonikerbrief wird ebenfalls hierauf Bezug genommen. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und in Vers 8. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 8. Aber gehen wir zurück hier, um den Zusammenhang zu sehen. Fangen wir in Vers 1 an. Denn es zeigt hier, worum es Paulus geht. Er sagt, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie, die Menschen dieser Welt, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Mit anderen Worten, seid nicht unvorbereitet, wie die Welt unvorbereitet sein wird. Auch wir wissen nicht genau die Wiederkunft Christi, den Zeitpunkt, aber wir sollen nicht unvorbereitet sein. Deswegen sagt uns Christus, wachet und betet alle Zeit, dass ihr würdig erachtet werden oder werdet, in das Reich Gottes eingehen zu können. Und er sagt jetzt hier in Vers 5, denn ihr seid alle Kinder des Lichtes. Wir haben die Waffenrüstung Gottes, die Waffen des Lichtes angezogen. Und ihr seid Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts. Die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, Vers 8, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens.
und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hier wird wiederum der Panzer des Glaubens erwähnt, aber hier wird nun auch der Panzer der Liebe erwähnt. Schauen Sie, auch die Liebe ist ein Panzer, die uns schützt vor dem Teufel. Denn wenn wir Gott lieben, wenn wir die Menschen lieben, wenn wir also keinen Hass haben, den uns Satan geben will, auch dann muss der Teufel von uns fliehen, weil wir dann ja die Gebote Gottes halten, weil wir uns dann ja Gott unterstellen. Und dann sagt er auch, wir sollen den Helm, wie heißt es, der Hoffnung auf das Heil nehmen. Er zeigt also deutlich ja, was mit dem Helm des Heils gemeint ist. Die Hoffnung, die wir haben, dass wir das Heil erlangen werden. Dieser Helm schützt uns vor den Pfeilen des Teufels, der uns entmutigen will und uns einreden will, dass alles ja doch keinen Wert hat und dass wir eben den Weg Gottes nicht mehr gehen sollten. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13 und Vers 13 lesen wir, dass die drei Dinge, die dort erwähnt werden, bleiben werden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und so ist es interessant hier, dass an dieser Stelle in 1. Thessalonicher 5 alle diese drei Dinge erwähnt werden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber es ist der Panzer des Glaubens, es ist der Panzer der Liebe und es ist der Helm der Hoffnung auf das Heil. Wenn wir uns diesen Hintergrund anschauen, dann sollte uns deutlich werden, was das Pfingstfest uns heute zu sagen hat. Schauen Sie, am Pfingstfest gedenken wir der Tatsache, dass Gott seinen Heiligen Geist seinem Volk gibt. Aber er gibt uns den Heiligen Geist nicht umsonst, in dem Sinne, dass er nichts von uns erwartet. Er erwartet von uns, dass wir der Leitung des Heiligen Geistes uns unterstellen. Und wenn wir dies tun, dann finden wir im Galaterbrief in Kapitel 5, was in unserem Leben geschehen wird, wie unser neues Leben aussehen wird, wie Jesus Christus, der neue Mensch, den wir angezogen haben, in uns und durch uns leben wird, wenn wir es ihm gestatten. Galater Kapitel 5. Da heißt es zunächst einmal in Vers 22. Da sagt er, die Frucht aber des Geistes, schauen Sie, es ist nicht die Früchte, sondern es ist die Frucht des Geistes. Das ist alles das, was der Geist in uns erzeugt. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Keuschheit. Gegen all diese ist das Gesetz nicht, natürlich nicht, weil das genau das ist, was das Gesetz von uns erwartet. Wenn wir es halten, dann werden wir diese Dinge tun. Dann werden wir auf diese Weise leben. Und dann sagt er in Galater Kapitel 5 und Vers 24, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns im Geist wandeln. Erlauben wir den Heiligen Geist Gottes, uns zu leiten. Und so finden wir auch in Römer Kapitel 8, dass das genau das ist, was Paulus uns sagt. Römer Kapitel 8 und in Vers 14. Römer Kapitel 8 und Vers 14. Nun, Luther übersetzt hier, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber besser übersetzt ist es zum Beispiel in der Elberfelder Bibel. Die schreiben nämlich, denn wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden, dann sind wir Gottes Kinder. Schauen Sie, der Heilige Geist zwingt uns nicht zu etwas. Das Wort treiben, das hört sich so ein bisschen nach Zwang an. Nein, wir sind dazu berufen, uns von dem Heiligen Geist leiten zu lassen. Es ist unsere Entscheidung. Wir können uns vom Heiligen Geist leiten lassen, der Geist leitet uns, wir folgen. Oder wir können uns dem widersetzen, was Gott durch seinen Geist in uns tun will. Die Entscheidung liegt bei uns. Es geht nicht darum, dass er uns zwingt, gewisse Dinge zu tun. Er zwingt uns nicht zu sündigen. Er hat uns ja die Entscheidungsfreiheit gelassen. Aber er will natürlich, er möchte natürlich, dass wir die Sünde ablegen, dass wir Jesus Christus, den neuen Menschen, anziehen, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Und er gibt uns das Geschenk des Geistes, der uns leiten kann, das Richtige zu tun, das Richtige zu denken, die richtige Art und Weise, so zu leben, wie er es will. Aber wir müssen natürlich der Leitung folgen. Die Anmerkung in der Menge Bibel sagt gleichfalls,
dass es heißt oder dass es heißen kann, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und wenn das der Fall ist, dann wird sich der neue Mensch in uns manifestieren. Dann wird sich Jesus Christus, den wir angezogen haben, in unserem Leben deutlich werden. Und andere, die verstehen, worauf sie achten sollen, die werden erkennen, dass Jesus Christus in uns lebt und dass wir seiner Leitung folgen. Und so lesen wir in Kolosser Kapitel 3, angefangen in Vers 12. Kolosser Kapitel 3 und angefangen in Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Man könnte sagen als die Erstlinge, von denen wir ja bereits gesprochen haben. Diejenigen, die heute berufen sind zum Heil. Die Erstlinge, die Auserwählten Gottes, die auserwählt worden sind von Gott, die aus dieser Welt herauskommen, die nicht mehr Teil dieser Welt sind. So sagt er hier, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und die Geliebten. Sind sie das? Wollen sie das werden? Wollen sie ein Auserwählter Gottes werden, ein Heiliger? Jemand, der von Gott geliebt ist, der Liebe zeigt, der Liebe erfährt. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Nicht nur Erbarmen aus Zwang, sondern herzliches Erbarmen, weil man das neue Herz erhalten hat, von dem Gott spricht. Nicht mehr dieses steinerne Herz, sondern dieses fleischerne Herz, das geduldig sein kann, das biegsam sein kann, das menschlich ist, sozusagen im wahren Sinne des Wortes. So zieht also eben an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe. Schauen Sie, das sollen wir anziehen. Nicht mehr so leben, wie der alte Mensch gelebt hat, in Hass und Neid und Eifersucht und Zank und Zwist und Streit. Wir sollen anziehen die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Das Band der Vollkommenheit. Wir werden ermahnt in der Bibel, uns zu prüfen, ob Jesus Christus wirklich in uns lebt. Ob wir wirklich Jesus Christus angezogen haben. 2. Korinther 13, Vers 5 sagt uns dies und andere Stellen sagen uns dies auch. Und manchmal lebt Christus nicht so in uns, wie er leben sollte. Ich meine, das liegt nicht an ihm, es liegt an uns. Weil wir manchmal nicht bereit sind, seiner Leitung, seiner Führung zu folgen. Und weil wir ablehnen, was Christus uns sagt, ob er das in der Bibel tut, ob er uns dies in unserem Leben zeigt, wie wir leben sollen. Und Paulus hat auch die Erfahrung gemacht, wenn er sich jetzt an die Galater gewendet hat, dass dies bei denen der Fall war. Und so schreibt er hier in Galater Kapitel 4 und in Vers 19. Galater Kapitel 4 und Vers 19. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Die waren abgefallen zu einem gewissen Grade von der Wahrheit. Und Paulus hatte ihnen das Wort verkündet. Und die hatten das Wort zunächst einmal befolgt. Aber dann hatten sie sich auf andere Spekulationen, andere Ideen, andere Prediger eingelassen, die kamen und ihnen da was anderes erzählt haben. Und so haben sie nach wie vor zwar an gewisse Dinge geglaubt, aber andere Dinge abgelehnt. Und Paulus sagt hier, Christus lebt nicht wirklich in euch, so wie es sein sollte. Und er sagt, unter großen, wie soll ich sagen, Schmerzen, bin ich abermals dabei, unter Wehen euch zu gebären, sodass Christus in euch Gestalt gewinnt, sodass der neue Mensch wirklich wieder in euch leben kann. Und wir müssen sagen, in vielen Fällen, in den vergangenen Jahren haben viele, die die Wahrheit kannten, sich abgewendet von Christus und haben sich anderen Philosophien verschrieben und andere Ideen,
angenommen. Und denen sage ich hier, wie Paulus das den Galatern damals gesagt hat, seht zu, dass Christus wieder in euch Gestalt gewinnt, der wahre Christus. Nicht der Christus, von dem wir letztens sprachen, dieser falsche Christus, den auch die Galater angenommen hatten, die Korinther angenommen hatten. Jemand, der kam und sagte, ich bin gekommen, das Gesetz Gottes abzuschaffen. Wohingegen Christus gesagt hat, glaub nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen, es anzufüllen mit Sinngehalt. Euch zu zeigen, wie es im Buch Jesaja heißt, wie man das Gesetz groß und kraftvoll und stark machen kann. In unserem Leben, dadurch, dass wir es halten, und zwar in der Art und Weise, wie Gott es von uns verlangt. Und das können wir nur dadurch tun, dass wir den Heiligen Geist haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir den alten Menschen ablegen, uns nicht wiederum nach dem sehnen, was der alte Mensch getan hat, wie der gelebt hat, sondern dass wir den neuen Menschen annehmen, Jesus Christus, dass wir den anziehen, dass wir die Waffen des Lichtes anlegen. Und dass wir dadurch in der Lage sind, zu überwinden. Dass wir dadurch in der Lage sind, Satan und die Dämonen zu besiegen. Nur dadurch können wir es, dass Christus in uns lebt. Und dass wir ihn in uns leben lassen. Und dass wir es ihm gestatten, durch uns zu leben. Alles dies, meine Damen und Herren, und noch viel mehr, zeigt, was das Pfingstfest für uns für eine Bedeutung hat. Wir sind Erstlinge aller Geschöpfe. Jesus Christus, der Erste. Der Erstlinge. Die zwei Brote, die im Alten Testament beschrieben werden, die Erstlingsbrote, deuten darauf hin, dass heute sowohl Heiden als auch Juden jeder Zugang hat zur Wahrheit Gottes, wenn er von Gott zur Wahrheit berufen wird. Nun, diese Brote waren gesäuert, die hatten noch immer Sünde, so wie auch wir heute immer noch Sünde haben. Aber wir müssen uns bemühen, natürlich die Sünde abzulegen. Und wenn wir sündigen, können wir zu Christus kommen, können wir zu Gott, dem Vater, kommen, um Vergebung bitten. Und er wird uns die Sünde vergeben, wenn wir sie wirklich bereuen. Und wir kehren auf diese Weise dem alten Menschen den Rücken und legen den neuen Menschen an und legen die Waffen des Lichtes an und können auf diese Weise überwinden. Es ist die einzige Möglichkeit, dies zu tun. Auf sich gestellt können wir es nicht. Aber mit der Hilfe Gottes können wir es. Das ist, was uns das Pfingstfest zeigt. Wir sind heute gezeugt durch den Heiligen Geist. Und wir sehen der Zukunft entgegen, wenn Christus zurückkommt, wenn wir verwandelt werden in Geistwesen, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir die Herrschaft erlangen werden über alle Menschen. Weil wir in diesem Leben gezeigt haben, dass wir willens sind, uns Gott unterzuordnen. So wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.